Okay, dafür muss ich erstmal Grades herstellen. Grade kann man sicherlich aus Rock herstellen. Was ist mit Bar? Ach so, das, Ne, dann erstellen wir mal zwei Rock Grades. Rock Grade, zwei Stück. Gut. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Wenn ich hier Wallgrades erstellen will, dann brauche ich auch noch Grades. Von daher mach mal 5 draus. Ja, die Laune meiner Leute sinkt. Ich merke auch gerade, es wird nichts mehr zu trinken hergestellt. Und ich glaube, Essen. Na gut, Prepared Meats sind noch genug da eigentlich. Haben wir irgendwelche Verletzten in der Krankenstation gerade? Nein. Das heißt, wenn ich mal in mein Noble gucke, ist mein General auf jeden Fall noch am Leben. Gut. Oh, das hier ist auch alles fertig. Hier kümmern wir uns mal darum. So, Türen. Dann brauchen wir Tische. Und dann brauchen wir noch Chairs. So, dann kann das mal alles gebaut werden. Dann haben wir nämlich schon mal Esszimmer. So, wie sieht es mit den Grades aus? Die werden noch gemacht. Die sollten eigentlich hier im Stonemason, ja. Gut. So, hier sind die Fortifications, dass das Wasser ablaufen kann.
So, dann platziert er schon mal zwei Floor Gates, damit es zu ist. Wir haben bis jetzt das Glück, dass wir keine Trolle hatten, die das einschlagen könnten. Das gehört unserem General, das gehört unserem Bone Ladder und das gehört unserem Baron. Gut. Das heißt. Cancel. Dining Hall. Multi. Sind das die Dining Halls dann? Und die werden jetzt assigned General. Bone Ladder. Und Baron. So, damit haben die schon mal ihre komplette Sache. Die haben sogar Great Dining Rooms. Das ist cool. Okay, fine, great und ja. Decent Study haben sie. Fine Great und Grand Bedrooms und Great und Fine Dining Rooms. Und der hat eine Tour. Gut. Dann ist das ja erledigt. Wir haben immer noch ein Bett übrig. Was haben wir denn so an. Erstmal gucken, was wir allgemein an Pigtail haben. Pigtail-Cloth haben wir jede Menge. Also könnte ich mal wieder Klamotten. Könnte ich mal endlich Klamotten herstellen? Also erstmal mit dem Pigtail, was wir haben im Farmers Workshop. Plant Processen. So. Und dann wird die Loom automatisch Zeug herstellen und ich kann mal. Am besten gehe ich gleich mal auf den Cloth hier. Cloth Rope, Cloth Rope. Loincloth mitten. Also ich mache jetzt mal 20 Socken. Dresses. Also Socken habe ich schon. Dann brauchen wir Schuhe. 20. Und Cloth hier. Cloak, Schuh, Trousers, 10 Stück. So, dann haben wir einen Satz aus Socken, Schuhe, Hose und Ding. Och, und wenn ich schon dabei bin, Cloth hier. Cloth Gloves. Auch nochmal so viele. Gut.
Ich habe Asche, die können wir jetzt zu Potash machen. Und ja, das gebe ich am besten auch mal. Charcoal in Auftrag. Das heißt, wir müssen auch gleich wieder Bäume fällen. So. Oh, und die holen sie nicht, weil sie draußen liegen. Ah. Okay, dann sollen die weggespült werden. Das heißt, wir bauen jetzt Floodgates, Floodgates, Floodgates. Oder sie kommen doch die Items dumpen. Wahrscheinlich, weil sie jetzt durch die Crates wieder innen sind. So, das kann auch noch einer dumpen. Aber ich kann schon mal mit den Floodgates auf der Seite anfangen. Floodgate. Und ich kann sie eigentlich auch schon hier platzieren. So, und dann brauchen wir noch Lever. So, Zeug wird hergestellt. Pigtail wird in Thread verwandelt und in Seeds wird zu Cloth verarbeitet und wird dann zu Schuhen. Und anderen Sachen. Sehr schön. Jem und Furnace haben geheiratet. Dwarven Child. Walk Mechanisms sind complete. Los, Kumpel, du schaffst es da raus, bevor sie dich einsperren.
Und hat das rausgeschafft? Ja, er hat es rausgeschafft. Flatgates müssen schwer sein. So. Das heißt, Link Lever hier. Link Lever hier. Link Lever hier. So, jetzt kommen Ingenieure. Wenn wir das erledigt haben. Müssen wir mal nach der Zufriedenheit gucken. Und dann sehen wir weiter. Okay, aber ich würde sagen, auch wenn ich gerne das Wasser jetzt diese Aufnahmesession hätte fließen lassen, bin ich froh, dass wir so weit gekommen sind, ohne dass wir von den Wild Forces of Darkness überrannt wurden. Deswegen save ich mal die Timeline. Also war schon hart, erst die Elfeninvasion und dann kommen auch noch die Goblins. Zum Glück haben sie sich mehr gegenseitig vernichtet als uns. Ich bin froh, wenn ich meine Fischer und so nicht mehr der Außenwelt aussetzen muss. Gut. Das heißt, wir machen jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.